Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute ist der 24. Juli 2017. Gestern habe ich die 13. Aufnahme gemacht, die ein bisschen schlecht gelaufen war, wie ihr euch vielleicht vom vorigen Teil, den ihr gesehen habt, erinnern könnt, weil die Kamera mir da ausgefallen ist, ohne irgendwelche Warnung oder sonst was zu geben. Und deswegen habe ich mich heute eingefunden, weil jetzt bin ich übermotiviert, um das Buch weiterzulesen. Habe natürlich nicht vorbereiten können, in der kurzen Zeit geht das nicht. Und möchte heute den nächsten Teil lesen, also Teil 14 aus dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Gestern hatten wir ja schon den Ersten Weltkrieg größtenteils besprochen und heute machen wir weiter mit den Vorbereitungen auf den Zweiten Weltkrieg. Das ist das nächste Thema, was wir in diesem Video besprechen, das nächste Thema, was wir in diesem wundervollen Buch von Edmond Paris uns durchlesen werden. Dann wollen wir mal eben schauen, dass ich hier die richtigen Bilder habe und das PDF. Und dann fangen wir mal an zu lesen. Und ich habe also nur gelesen bis Pierre Dominique, was ihr hier lest. Weiter habe ich nicht vorbereitet. Also für mich ist es auch neu. Ich kenne das Buch noch nicht. Ich verlasse mich auf meine Geschichtskenntnisse und meine Bibelkenntnisse, um euch mit Kommentaren darüber zu versorgen, weil ich habe nicht die Zeit, um das ganze Buch vorher zu lesen und mich darauf vorzubereiten. Also Abschnitt 5 des Buches Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris, Kapitel 2 Vorbereitungen auf den Zweiten Weltkrieg. Die bitteren Früchte ihrer verbrecherischen Politik ernteten die Söhne Loyolas 1919. Frankreich hatte sich der völligen Ausblutung nicht ergeben. Das apostolische Reich der Habsburger, die von ihnen ermutigt worden waren, die Serben zu bestrafen, war zerfallen und hatte so die orthodoxen Sklaven vom Joche Roms befreit. Russland war, statt in die römische Gemeinde zurückzukehren, marxistisch, kirchenfeindlich und offiziell atheistisch geworden. Und das unbesiegbare Deutschland, ja, das unbesiegbare Deutschland, es versank im Chaos. Nun, ich habe einen kleinen Kommentar vorbereitet hier zu dem russischen Teil. Russland war, statt in die römische Gemeinde zurückzukehren, marxistisch, kirchenfeindlich und offiziell atheistisch geworden. Der kleine Kommentar, den ich dazu vorbereitet habe, lautet: Und damit war die orthodoxe Kirche in der Versenkung und Verfolgung verschwunden. Dadurch, dass sie marxistisch und atheistisch waren in Russland, in der Sowjetunion, wie sie das damals nannten. Und das ist also ein Erfolg der Jesuiten und ihrer Rache. Weil, man muss es doch mal so sehen. Wenn es die Absicht gewesen war, der römisch-katholischen Kirche auf irgendeine Art und Weise dafür zu sorgen, dass die orthodoxe Kirche zurück unter ihre Fittiche kommt, dann ist das ein Punkt auf ihrer Agenda. Der andere Punkt ist, wenn sie das nicht schafft, dass die russisch-orthodoxe Kirche zurück unter ihre Fittiche kommt, dann ist das Auslöschen dieser Kirche das zweite Ziel. Es ist immer das eine oder das andere. Konvertiere oder stirb, wie das Buch von Edmond Paris, das er geschrieben hat über das Jugoslawien im Zweiten Weltkrieg. Es ist leider nur in Englisch verfügbar, nicht wie dieses hier auch in Deutsch. Aber da hat er das Buch geschrieben, Konvertiere oder stirb. Und das ist die Prämisse der römisch-katholischen Kirche. Wenn der Autor hier sagt, Russland war, statt in die römische Gemeinde zurückzukehren, marxistisch, kirchenfeindlich und offiziell atheistisch geworden, ja, dann ist das ja kein Verlust, das ist ja kein, wie sagt er hier, die bitteren Früchte ihrer verbrecherischen Politik ernteten, die Söhne Loyolas, das ist ja keine bittere Frucht ihrer verbrecherischen Politik der Söhne Loyolas, das ist ja ihre Politik. Wenn wir die Kirche nicht gewinnen können, dann zerstören wir sie. So. Sie haben die russisch-orthodoxe Kirche auf die Art und Weise, wie sie es angepackt haben, den Ersten Weltkrieg nicht gewonnen. Also, zerstören Sie sie. So einfach ist das. Ja? Muss man doch gar nicht groß drüber diskutieren. Also, die Jesuiten sind nicht wirklich bestraft gewesen. Eine Sünde aber zu bekennen, fährt der Autor fort, würde der stolzen Natur der Kompanie Jesu nie in den Sinn kommen. Als Benedikt der 15. 1922 starb, war die Kompanie bereit, auf neuer Basis neu zu beginnen. War sie denn nicht in Rom allmächtig? Lesen wir dazu Pierre Dominique. Zitat: Der neue Papst Pius XI., der, wie einige sagen, Jesuit sei,
versucht, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Er bittet den Jesuitenpater d'Herbigny, das ist Michel d'Herbigny, und da habe ich hier das Bild vorbereitet. Habe euch das rausgesucht aus mit meiner Google Search hier. Michel d'Herbigny, ein Jesuit. Er bittet also den Jesuitenpater d'Herbigny, nach Russland zu gehen, in dem Versuch, alles zu sammeln, was vom Katholizismus übrig geblieben sei, und vor allem zu schauen, was getan werden könne. Eine vage und große Hoffnung. Die verfolgte orthodoxe Welt, um den Pontifex zu sammeln. Seht ihr? Funktioniert sie auf die eine Art und Weise, funktioniert auf die andere. Die Frage ist hier, Papst Pius XI., der, wie einige sagen, ein Jesuit sei. Nun, viele meinen ja, und offizielle Lehre ist ja, dass Papst Franziskus I., Jorge Mario Bergoglio, der erste Jesuitenpapst ist. Ich habe von Anfang an gesagt, es ist der erste offizielle Jesuitenpapst. Es ist sicher nicht der erste Jesuitenpapst. Die starke Vermutung, dass Papst Pius XI. Einer war, steht hier. Es gibt für mich persönlich auch andere Vermutungen, wie zum Beispiel Papst Pius VII., der die Jesuiten 1814 wieder in ihre Arbeit, in ihre Wirkung gestellt hat. Der war meines Erachtens auch ein Jesuit. Und wenn er kein Jesuit war, dann war er doch jedenfalls Jesuiten geschult und jedenfalls von den Jesuiten in sein Amt gesetzt worden. Und wir müssen uns auch an Papst Clement, Entschuldigung, wir müssen uns auch an Papst Clement den 13. und Papst Clement den 14. erinnern. Ja, Papst Clement der 14., Bracci, der ja die Jesuiten hat verbieten lassen in 1773, und sein Vorgänger, Clemens der 13., und Bracci selber war ein Jesuitenschüler, war von damals Lorenzo Ricci in das Amt des Kardinals überhaupt erst erhoben worden. Ja, ist erst so weit gekommen. Und der Papst, der davor regierte, Clemens der 13., war eben auch ein Jesuitenschüler. Nur ich sage damit nicht, dass diese alle Jesuiten sind, aber sie sind unter der Fuchtel der Jesuiten, unter der Kontrolle der Jesuiten. Und ob jemand nun selber ein Jesuit ist oder unter der hundertprozentigen Kontrolle der Jesuiten steht, läuft dann doch im Ende auf dasselbe hinaus. Und das ist der Punkt, den ich damit zum Ausdruck bringen möchte. Okay? Aber lesen wir mal weiter. Eine vage und große Hoffnung, die verfolgte orthodoxe Welt, um den Pontifex zu sammeln. Ja, verfolgt die Kirche und dann geht sie schon wieder zurück. Und die orthodoxe Kirche war die erste, die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil unter die Fittiche Roms zurückgekehrt ist. In Rom gibt es 39 kirchliche Hochschulen, deren Gründung die Zeitpunkte großer Gegenangriffe markiert. Die meisten dieser Gegenangriffe waren in ihrer Wirkungsweise und Ausrichtung jesuitisch. Deutsch-Ungarisches Kolleg von 1552, Englisches von 1578, Irisches 1628 und wiedergegründet 1826. Ein Schottisches von 1600, Nordamerikanisches von 1859, Kanadisches von 1888 und sogar ein Äthiopisches 1919 gegründet und wieder eingerichtet 1930. Antichrist Papst Pius XI. Begründet das russische Kolleg Pontificio Collegio Russo Dedicato a San Teresa del Bambino Gesù, das ist also das päpstlich-russische Kolleg zur heiligen Theresia vom Jesuskind, und gibt es unter die Obhut der Jesuiten. Genau wie die Kirche Gesu, ja, wie hier auch geschrieben, G-E-S-U, in Rom, die Hauptkirche der Jesuiten in Rom ist. Diese betreuen, also die Jesuiten, betreuen außerdem noch das Orientalische Institut, das Johannes Damaskenos Institut, das polnische und später das litauische Kolleg. Sind dies Erinnerungen an Pater Poussevin, Ivan den Schrecklichen und den falschen Dimitri? Das zweite der drei großen Ziele aus der Zeit des Ignatius rückt vor auf Platz 1. Einmal mehr sind die inspirierenden Agenten und Darsteller jenes großen Unternehmens,
Die Jesuiten. Das lesen wir aus dem Buch von Pierre Dominique. In ihrer gerade erlittenen Niederlage wird für die Sohne Loyolas der Ansatz eines Hoffnungsschimmers erkennbar. Hatte nicht die russische Revolution durch die Beseitigung des Zaren, des Beschützers der orthodoxen Kirche, dem großen Rivalen den Kopf abgehauen und der römischen Kirche geholfen einzudringen? Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Das berühmte Russikum, das russische Kolleg, wird gegründet und die frohe Botschaft von seinen heimlichen Missionaren in dieses schismatische Land gebracht. Ein Jahrhundert nach ihrer Ausweisung durch Zar Alexander I. werden sich die Jesuiten erneut an die Eroberung der slawischen Welt machen. Ihr General war seit 1915 Halke von Ledokowski. Oder Wladimir, genannt Halke von Ledokowski. Der lebte von 1868 bis 1942. Ledokowski, da habe ich, meine ich, auch ein Bild für, oder von. Ach so, ja, Entschuldigung, das ist die verkehrte Mappe natürlich. Und, meine Suchmappe ist diese hier, Ledokowski. Ich hatte meinen Computer heute noch ein bisschen gereinigt, deswegen ist er teilweise ein bisschen langsam, aber hier seht ihr Wladimir Ledokowski, der General der Jesuiten in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, also zur Vorbereitung und in der Zeit bis 1942. Und es gibt Gerüchte darüber, dass der Onkel von Heinrich Himmler, der ein hoher Jesuitenpastor war, an der Verschwörung teilgenommen hat und Wladimir Ledokowski umgebracht haben soll. Aber da will ich mich nicht weiter zu äußern, weil das habe ich selber nicht gecheckt. Das hat mir nur mal irgendwo einer mal geschrieben, dass das so sein soll. Und ich bin mir nicht sicher, dass das so ist. Aber über den Onkel von Himmler, da werden wir in diesem Buch sicher noch weiter drüber lernen. Also der General der Jesuiten war seit 1915 Halke von Ledokowski, den wir hier im Bild sehen. Und wieder ein Zitat von Pierre Dominique. Mancher mag sagen, ich sehe überall Jesuiten. So paranoid bin ich schon beinahe, kann man fast sagen. Ich sehe überall Jesuiten, aber das ist, weil sie überall sind. Sie sind einfach überall. Aber ich fühle mich gedrungen, ihre Anwesenheit und Aktivitäten zu betonen, zu sagen, dass sie hinter der Monarchie Alfons des 13. König von Spanien, der 41 gestorben ist, standen, dessen Beichtvater Pater Lopez war, dass, als die spanische Monarchie beendet und ihre Klöster und Kollegien niedergebrannt wurden, sie wiederum hinter Gilles Robles, José María Gil, ein spanischer Politiker bis 1980, zu finden waren. Später, als es zum Bürgerkrieg kam, waren die Jesuiten hinter Franco. Ja, das ist ziemlich deutlich, das werden wir auch später in dem Buch hier noch sehen. In Portugal unterstützten sie Antonio Oliveira Salazar, ein portugiesischer Politiker, der bis 1976 lebte, und mittlerweile muss es lauten, sie unterstützten die amerikanische, dieser Übersetzung zugrunde liegende Ausgabe, die verborgene Geschichte der Jesuiten, ist mit 1975 datiert. Ja? Also sie unterstützten, nicht unterstützen. Es ist hier zu diesem Zeitpunkt bereits Vergangenheit. Eben auch Antonio Oliveira Salazar. In Österreich und Ungarn unterstützten sie Kaiser Karl, der dreimal abgesetzt wurde. Welche Rolle haben sie gespielt bei jenen Versuchen, die ungarische Krone wieder zu erlangen? Wer weiß, ohne groß zu wissen, für wen oder was, man hielt den Platz warm. Monsignore Seipel, also Ignaz Seipel, Dollfuß, Engelbert Dollfuß und Schussnigg, auch ein österreichischer Politiker, kommen aus ihren Reihen. Und über Schussnigg habe ich eine ganze Menge erzählt in Behind the Dictators. Also das müsst ihr immer in dem Zusammenhang sehen, dass ihr euch auch mal vielleicht Behind the Dictators anschauen könnt. Da habe ich ja gestern in dem vorigen Video, habe ich das schon eingeblendet, die Spielliste könnt ihr euch ja anschauen, wenn ihr Englisch könnt. Das Buch gibt es leider nicht in Deutsch.
Eine Zeit lang träumt man von einem Großdeutschland mit katholischer Mehrheit, zu dem notwendigerweise auch die Österreicher gehören würden. Eine moderne Version der alten Allianz des 16. Jahrhunderts zwischen Wittelsbachern und Habsburgern. In Italien unterstützten sie zunächst Don Sturzo, ein italienischer Theologe und Politiker, den Gründer der Volkspartei, die 1926 aufgelösten klasseübergreifenden Reformprogramm auf der Basis des katholischen der katholischen Soziallehre vertretenden italienischen Volkspartei Partito Popolare Italiano, PPI. Dann unterstützen sie Mussolini, der Jesuitenpater Tacci Venturi, Generalsekretär der Kompanie, fungierte als Mittelsmann zwischen Papst Antichrist Papst Pius XI., dessen Beichtväter die Patres Aliciardi und Celebrano, beides Jesuiten sind, und Mussolini. Im Februar 1929, um die Zeit des Lateranvertrages, ja, das ist also des Abschlusses der dreiteiligen Übereinkunft, der nach ihrem Abschlussort dem ehemaligen römischen Papstpalast Lateran benannten Lateranverträge zum Zwecke der Lösung des Konflikts zwischen Kurie und italienischer Regierung, so wird das hier erklärt, der Lateranvertrag ist im Grunde das, was wir aus der Bibel kennen, das Heilen der Wunde aus der das Heilen der Wunde aus Offenbarung 13. So, das sehen wir hier im Bild. Das ist die Unterzeichnung des Lateranvertrages. Im Februar, ich weiß jetzt nicht das genaue Datum, ich meine, es ist der 29. Februar oder sowas, oder 11. Februar 1929. Im Februar 1929 auf jeden Fall wird der Lateranvertrag unterzeichnet. Und dieser Laterane Vertrag, der hier unterzeichnet wird, gibt dem Papsttum seine temporale oder seine zivile Kraft wieder zurück, die Macht über die Könige der Erde, weil hier der Vatikan als ein unabhängiger Staat von Italien anerkannt wird. Und das ist ja zugrunde gegangen 1866. Da kennen wir ja die 1260 Jahre hier von 1606 bis 1866. Und dann hatte sich in der Zwischenzeit jeder Papst bis 1929 im Vatikan eingeschlossen, ein Gefängnis daraus gemacht. Die Schlüssel sind innerhalb dieses Gefängnisses, nämlich von innen. Und mit der Unterzeichnung des Lateranvertrages wurde die temporäre Macht des Papstes wiederhergestellt. Deswegen ist der Lateranvertrag, von dem wir gerade lesen, unglaublich wichtig. Da wird hier in dem Buch anscheinend nicht so viel drauf eingegangen. Deswegen finde ich meine extra Erklärung doch für euch wichtig, dass wir die verstehen können. Ja? Im Februar 1929, um die Zeit des Lateranvertrages, wird Mussolini vom Papst als der Mann, den uns die Vorsehung hat, treffen lassen. Ja? Ja? Biblische Vorsehung, ja, bezeichnet. Ja, deswegen ist dieser Vertrag so wichtig. Der Mann, den uns die Vorsehung hat treffen lassen. Die Heilung der Wunde. Ich sah das Tier, eins seiner Köpfe, als wäre es tödlich verwundet. Das war die Wunde, die 1866 mit dem Entzug der zivilen Macht, der temporalen Macht, dem Papst oder dem Papsttum der römisch-katholischen Kirche zugefügt wurde. Und die heilte 1929. Rom verurteilt, was gemeinhin der Überfall auf Äthiopien genannt wird, nicht. Und Mussolinis aufrichtiger Freund ist der Vatikan auch 1940 noch. In ihm haben die Jesuiten ihren geheimen Aufenthaltsort. Von dort aus inspizieren sie die allumfassende Kirche mit dem kalten und berechnenden Auge des Politikers. Ein Zitat von Pierre Dominique. Was gibt es hier noch zuzufügen zu dem Lateranvertrag? Einen ganz wichtigen Punkt, der hier nicht drin erwähnt wird, dazu müsste man die richtigen Bücher jetzt lesen von Avro Manhattan. Bei der Unterzeichnung des Lateranvertrages, das wir hier immer noch im Bild sehen, damit einherging ging eine Reparaturzahlung der italienischen Republik in Höhe von 750 Millionen Lira
was umgerechnet zu der Zeit ungefähr 100 Millionen Dollar entsprach. Ja? Jetzt sagt ihr euch ja mal, Jörg, warum ist denn das wichtig, dass du da hier das Geld noch nennst, was dabei ist? Ja. Warum ist das wichtig? Was ist denn Ende 1929 passiert? Ende Oktober. Erinnert ihr euch noch an den Crash an der Börse? Und nicht nur die Börse in Wall Street, sondern das ganze weltweite ökonomische System ist zusammengebrochen. Die Weltwirtschaftskrise 1929. Und der Vatikan, dem wurden bei der Unterzeichnung des Vertrags Anfang desselben Jahres 750 Millionen Lira gezahlt. 100 Millionen Dollar. Zu der Zeit von 1929 war das noch mehr, als es heute 2017 ist. Und das Geld konnte natürlich dafür gebraucht werden, wenn wir wissen, die Jesuiten sind ja die Kaufleute der Erde und haben über ihre verschiedenen päpstlichen Ritterorden Kontrolle über die Ökonomien der verschiedenen Länder dieser Erde. Und wenn sie da die Ökonomien alle in den Ruin getrieben haben, dann konnten sie Insider Trading, nennt man sowas, ja, Insider Handel, also Handel mit Vorkenntnis, konnten sie natürlich die ganzen Betriebe, die damals pleite gingen, für einen Pfennig aufkaufen, wenn sie viele, viele Märker wert waren. Oder man könnte sie für einen Penny aufkaufen, wenn sie viele Dollars wert wären. Ja? A penny for a dollar, sagt man dann. Ne? Ich gebe dir einen Penny für einen Dollar. Und da der Vatikan zu dem Zeitpunkt noch finanziell gestärkt wurde durch diese Zahlung bei der Unterzeichnung des Lateranen Vertrages von Mussolini mit dem Vatikan, wie wir hier in dem Bild sehen, dann verstehen wir, wo der Vatikan die finanziellen Mittel her hatte, um jetzt dafür zu sorgen, bei der Weltwirtschaftskrise sich die ganzen Betriebe, die ganze Ökonomie zuzueignen. Natürlich nicht offiziell. Ihr seht niemals den Vatikan irgendwo direkt in einer Firma beteiligt sein. Außer der französischen Firma, die in den 60er Jahren die Antibabypille erfunden hat, was für einen großen Skandal sorgte. Da war der Vatikan direkt beteiligt. Aber der Vatikan beteiligt sich da eben dran durch seine verschiedenen päpstlichen Ritterorden. Durch Leute in die Positionen zu setzen, die in verschiedenen Ritterorden sind und damit dem Papst hörig sind. So, und wenn ich an erster Stelle dem Papst diene und erst an zweiter Stelle mir selber oder dem Land, in dem ich wohne und dem Land, dem ich zwischen Anführungsstrichen diene, aber an erster Stelle dem Papst diene, ja, dann gehört das doch im Grunde alles dem Papst. Derjenige, der es kontrolliert, der ist doch der Eigner. Ist ein bisschen genau wie mit der Rothschild-Geschichte, aber da gehe ich jetzt nicht wieder drauf ein, das kennt ihr ja noch von Herrscher des Bösen, sonst müsst ihr euch das da nochmal anschauen. Das ist die perfekte Zusammenfassung der Jesuitentätigkeit zwischen den zwei Weltkriegen. Der geheime Aufenthaltsort der Söhne Loyolas ist das politische Gehirn des Vatikans. Die Beichtväter Antichrist Papst Pius XI. Sind Jesuiten. Jene seines Nachfolgers, Pius XII., werden ebenfalls Jesuiten sein und in nicht geringem Maße Deutsche. Egal, ob so die Verschwörung offensichtlich wird, alles ist, wie es scheint, bereit zur Revanche. Unter dem Pontifikat von Pius dem 11., da werde ich mal eben das Bild raussuchen hier von Pius dem 11., dass wir uns das nochmal eben angucken können hier in der Zwischenzeit. Pius der 11. Ah, hier, das war auch ein schönes Foto. Das kann ich euch ja mal zeigen. Das ist nämlich eine Komposition hier in Erinnerung des Lateranen Vertrages von 1929. Und da sehen wir auf der linken Seite Victor Emmanuel den III., also den italienischen König. Dann sehen wir Mussolini und dann sehen wir den Papst, ja? Pius der 11. Hier. Okay? Schauen wir uns das Bild in der Zwischenzeit an, wenn ich das hier jetzt lese. Also unter dem Pontifikat Antichrist Pius XI. Aber läuft die Phase der Vorbereitung.
Welche Vorbereitung? Ja, wir hatten ja gerade drüber gesprochen in dem Fall davor, dass Feldmarschall Foch sagte, dass wir in Versailles keinen Friedensvertrag unterzeichnen, sondern einen 20-jährigen Waffenstillstand. Ja, wenn es ein Waffenstillstand ist, dann muss man sich auch wieder vorbereiten darauf, dass der Krieg weitergeht. Über diese Vorbereitung spricht der Autor hier. Noch liegt das Schwert des besiegt wordenen deutschen weltlichen Arms am Boden. Darauf wartend, es wieder aufzunehmen, wird in Europa der seiner künftigen Großtaten würdige Boden bereitet und vor allem das bedrohliche Emporkommen der Demokratie zum Stillstand gebracht. Erstes Betätigungsfeld wird Italien sein. Dort gibt es einen lautstarken Sozialistenführer, der Veteranen um sich scharrt. Dieser Mann verkündet eine offensichtlich kompromisslose Lehre, ist aber so weit ambitioniert und Herr der Lage, sich trotz seiner maßlosen Großtuerei seiner gefahrvollen Position bewusst zu werden. In Kürze wird er sich von der jesuitischen Diplomatie gewinnen lassen. François Charles Roux, der lebte zwischen 1909 und 1999, vom Institut, der damals das heißt also der französische Botschafter beim Vatikan war, sagt, Zitat: Zu der Zeit, als der spätere Duce, also Mussolini, noch ein einfacher Abgeordneter war, hatte Staatssekretär Kardinal Gaspari eine geheime Unterredung mit ihm. Der Faschistenführer hatte sich unverzüglich damit eins gemacht, dass der Papst über einen Teil Roms eine weltliche Herrschaft ausüben solle. Also Vorbereitung zum Lateranen Vertrag, über den wir hier sprechen. Über einen Teil Roms weltliche Herrschaft ausüben solle. Das, was ihm 1866 genommen wird, das wird ihm 1929 mit dem Lateranen Vertrag zurückgegeben. Die weltliche Herrschaft, die Heilung der tödlich erscheinenden Wunde. Aus Offenbarung 13, so wie Gott es vorhergesagt hat. Mir von jener Unterredung berichtend, fahren wir hier fort in dem Zitat von François Charles Roux, folgerte Kardinal Gaspari, Zitat: Mit dieser Zusage war mir klar, käme dieser Mann an die Macht, so wäre der Erfolg unser. Ende Zitat. Von dem Bericht über die Verhandlungen zwischen den Geheimagenten Antichrist Pius XI. Und Mussolini ganz zu schweigen. Besagte Geheimagenten, deren wichtigster der Jesuitenpater Tacci Ventura, erfüllten ihre Mission außerordentlich gut. Dies verwundert nicht, wenn man weiß, dass er der Sekretär der Societas Jesu und zur gleichen Zeit Mussolinis Beichtvater war. In dieser Liebedienerei des Faschistenführers wurde er letztlich vom General seines Ordens, Halde von Ledokowski, hineingeleitet, wie uns Gaston Gaillard berichtet. Zitat: Die im Jahre 1921 im Zeichen des nationalen Blocks gewählte Kammer sollte dann am 16. November mit 306 gegen 116 Stimmen Mussolini ihr Vertrauen aussprechen, und man erlebte bei dieser Sitzung, dass die Fraktion der katholischen Volkspartei von Don Sturzo, die sich als christliche Demokratie ausgab, einstimmig für die erste faschistische Regierung stimmte. Ende Zitat. Das ist genommen aus dem Buch von Pietro Nenni, Todeskampf der Freiheit, erschienen in Berlin 1930 im Dietz Verlag. Im Jahre 1921 im Zeichen des nationalen Blocks gewählte Kammer sollte dann das Vertrauen aussprechen, und man erlebte bei der Sitzung, dass die Fraktion der katholischen Volkspartei, die sich als christliche Demokratie ausgab, ja, ein sehr wichtiger Satz, dass wir den bitte gut verstehen, katholische Volkspartei, die sich als christlich ausgab, also etwas Katholisches, das sich als christlich ausgibt, das ist doch bei der römisch-katholischen Kirche auch nicht anders, ja, die umgarnt sich ja auch mit dem Namen des Christentums, und darunter verbirgt sich das immer noch heidnische römische Reich. Von daher ganz wichtig, dass wir das hier richtig lesen, wenn hier steht, die Fraktion der katholischen Volkspartei von Don Sturzo geleitet, die sich als christliche Demokratie ausgab, einstimmig für die erste faschistische Regierung stimmte. So. Und dazu gibt es ein Zitat, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal vorgelesen habe. Ich bin ziemlich sicher, ja.
Ich weiß jetzt natürlich nur nicht mehr in welchem Video, von daher schaue ich das hier mal eben nach. Es geht um ein Zitat aus der Civilta Cattolica, das ein Hausorgan der Jesuiten ist. Und in dieser Civilta Cattolica kann man, übrigens, da habe ich auch Fotos von, das ist Civilta Cattolica, kann ich gleich mal einblenden, da kann man ein Zitat drin lesen, das heißt, Faschismus ist das Regime, ne, ich werde das hier mal eben highlighten, dass ihr das sehen könnt, Faschismus ist das Regime, das am dichtesten kommt zu den, mit den, am dichtesten übereinstimmt mit den Konzepten der Kirche Roms. Ja? Und was lesen wir hier? Dass die katholische Volkspartei von Don Sturzo, die sich als christliche Demokratie ausgab, einstimmig für die erste faschistische Regierung stimmte. Also, was hier später in Civilta Cattolica offiziell publiziert wird, sieht man hier schon an den Handlungen. Und wie steht es im Wort Gottes geschrieben? An ihren Handlungen sollt ihr sie erkennen, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Die Taten, die jemand tut, die tragen Früchte. An ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Und die Faschisten, also die, Entschuldigung, die Jesuiten sagen, Faschismus ist das Regime, das am dichtesten übereinstimmt mit den Konzepten der Kirche Roms. Und einen besseren Beweis dafür würden wir ja gar nicht finden. Aber natürlich, es gibt noch weitere Beweise und deswegen ist es ja gerade für uns Deutsche so wichtig, dass wir diese Lesung hier gut verstehen, dass wir dieses Buch hier gut verstehen, weil hier bekommen wir auf einmal Hintergründe gelehrt über deutsche Geschichte, die uns in keiner Schule und in keiner Universität gelehrt werden. Ja? Civilta Cattolica, ne? Ich wollte euch mal eben das Bild raussuchen. Das kann ich mal eben machen, das dauert nicht lange. Da habe ich ein paar Bilder von. Hier ist zum Beispiel das Bild. Ja, das kann man nicht gut lesen, das ist keine gute Auflösung. Aber hier haben wir einmal das Bild von der Civilta Cattolica selbst, von der Zeitschrift. Und hier gibt es auch noch ein Bild von dem Zitat, das ich gerade eben gesagt hatte. Das ist übrigens damals erschienen in Days of Our Years von Pierre von Parsen in New York 1939 gedruckt auf Seite 465. Da steht's: Faschismus ist das Regime, das am dichtesten übereinstimmt mit den Konzepten der römisch-katholischen Kirche. Okay, in Civilta Cattolica. Aus dem Video genommen, The Secret Behind Secret Societies. Das ist von Walter Veit, als ich da nochmal ein Video von geschaut hatte. Und hier ist halt das Bild von der Civilta Cattolica. 10 Jahre später, fährt der Autor fort, führte das gleiche Manöver. Geschichte wiederholt sich, ja? 10 Jahre später führte das gleiche Manöver zu einem ähnlichen Ergebnis in Deutschland. Die massive Stimmenabgabe der katholischen Zentrumspartei von Monsignore Kaas sorgte für die Sicherstellung der Diktatur des Nationalsozialismus. Also nachdem man das in Italien vorher machte, in den frühen 20er Jahren, machte man das 10 Jahre später in Deutschland und sorgte dafür, dass Adolf Hitler die Macht ergreifen konnte, genau wie davor Mussolini in Italien. Alle beide in Kraft gesetzt, in Amt gesetzt durch die, wie es hier so schön heißt, katholische Volkspartei, die sich eben als christliche Demokratie ausgab. So, die Zentrumpartei hat das in Deutschland genauso gemacht und das ist der Vorläufer der heutigen CDU, der sogenannten christlichen, ja, der katholischen, der christlichen demokratischen Union, deren Mitglied eine gewisse Angela Merkel schon lange genug ist, die ihr ja wohl alle kennt. Muss ich euch doch nicht mehr sagen, welches Geisteskind die ist, oder? Es wird doch jetzt immer deutlicher. So, und ich nehme jetzt mal eben etwas vorweg. Und zwar einfach nur, weil man danach ist. Es geht um das Konkordat. Das Bild hatten wir ja gestern schon gesehen. Ist ja nichts Neues für euch. Ich zeige es hier noch einmal eben in groß. Im März 1933 übernimmt Adolf Hitler in Deutschland die Macht und am 20. Juli desselben Jahres, also keine 6 Monate später,
unterzeichnet das Deutsche Reich einen Konkordat mit der römisch-katholischen Kirche. Und wenn ein Land ein Konkordat mit der römisch-katholischen Kirche unterzeichnet, dann heißt das nichts anderes, als dass die römisch-katholische Kirche die Staatsreligion dieses Landes ist. Ja? Und wer steht hier ganz außen auf diesem Bild? Hier, das ist Ludwig Kahrs. Ludwig Kahrs, von dem wir gerade eben noch gelesen hatten, dass er, der Vorsitzende, Monsignore Kahrs, sorgte für die Sicherstellung der Diktatur des Nationalsozialismus. Der hat Adolf Hitler in den Sattel geholfen in Deutschland. Die CDU, Vorgängerpartei, Zentrumspartei. Dass die später, so gesagt, zwischen Anführungsstrichen, verfolgt wurde. Ja, natürlich, man muss natürlich die Liberalen immer rausschmeißen. Ne? Die Liberalen werden von den Jesuiten ja genauso verfolgt wie alle anderen. Also ihr seht schon, dieses Buch ist sehr interessant und besonders viel lesen tue ich nicht mit all diesen ganzen Erklärungen dabei. Aber ich denke, das ist ganz wichtig, um eben diese Zusammenhänge zu erkennen. Manchmal schreiben auch nicht die Autoren alle Zusammenhänge da rein. Und manchmal kommen vielleicht die Sachen auch noch später erklärt. Wie gesagt, ich habe das Buch ja noch nicht in seiner Totalität gelesen. Aber ich finde das wichtig, dass wir hier eben mal über das Konkordat sprechen. Und in der Zwischenzeit schauen wir uns nochmal den General der Jesuiten, Wladimir Ledokowski, an. Habe ich da nicht auch noch ein anderes Bild von dem? Ja, da ist er noch ein bisschen jünger, ne? Da sieht er fast aus wie Graf Dracula, finde ich immer. Ledokowski. Aber ja, nehmen wir mal das Bild hier, ne? Im Grunde war Italien 1922 Versuchsfeld für die neue Formel des autoritären Konservatismus. Bei Bedarf mit einem Schuss Pseudosozialismus verfeinerter Faschismus, was ein nach dem Führerprinzip organisierter, nationalistischer, antidemokratischer, rechtsradikaler Regierungsstil ist, je nach örtlicher Gegebenheit. Also 1922 machen wir es in Italien zur Probe und danach führen wir es 10 Jahre später, 1933 oder 11 Jahre später, Anfang 33 war es ja in den ersten 3 Monaten, in Deutschland ein. Also gut 10 Jahre später. Ab sofort richteten sich sämtliche Anstrengungen der Vatikan-Jesuiten auf die europaweite Verbreitung dieser neuen, in ihrer Zweideutigkeit jesuitentypischen Lehre. Noch heute sind aus Sicht der italienischen Christdemokraten weder der Zusammenbruch des Mussolini-Regimes noch die Niederlage, noch die Ruinen hinreichend genug, den ihrem Lande vom Vatikan aufgezwungenen, größenwahnsinnigen Diktator in Zweifel zu ziehen. Allein äußerlich verstoßen bleibt in den Herzen der Geistlichen sein Ansehen unbeschadet. Folgendes konnte man in der Presse lesen, und ich kann euch sagen, das gilt auch für Adolf Hitler. Da kommen wir auf Seite 127 in diesem Buch zu. Im Augenblick sind wir noch auf Seite 98. Ja, ich weiß das nicht, weil ich das Buch gelesen habe. Nein, ich habe mir das Zitat rausgesucht, weil ich weiß, dass es in diesem Buch steht. Aber Folgendes konnte man in der Presse lesen. Da geht es jetzt um Mussolini, ja? Wir haben uns entschieden. Zu den Olympischen Spielen 1960 nach Rom kommende Besucher werden erleben können, wie der von Benito Mussolini zu seinen eigenen Ehren errichtete marmorne Obelisk vom Tiberufer aus das Olympiastadion dominiert. Dieses 33 Meter hohe Denkmal, Kabbala, trägt die Inschrift Mussolini Dux und wird geschmückt von den Faschismus lobpreisenden Mosaiken. Mehr als 100 Mal wird der Satz »Hoch lebe der Duce« wiederholt und ebenfalls mehrere Male die Losung »Viel Feind, viel Ehr«. Das Monument hat auf jeder Seite Marmorblöcke, die der wichtigsten Ereignisse des Faschismus gedenken. Von der Gründung der Zeitschrift Popolo d'Italia durch Mussolini bis hin zur Errichtung des kurzlebigen faschistischen Staates und einschließlich des Krieges in Äthiopien. Als Krönung des Obelisken war ein gigantisches, Mussolini als fast 100 Meter hohen, nackten Athleten darstellendes Standbild geplant. Bevor aber dieses merkwürdige Projekt seine Realisierung erfuhr, brach das Regime zusammen. Ja, das ist ja genauso wie mit diesen Plänen von Adolf Hitler mit seinem Architekten Speer. Ja? Nach einjähriger Kontroverse hat die Regierung Segni soeben beschlossen, der Dulce Obelisk solle stehen bleiben. Ende Zitat.
können wir lesen aus der italienischen Presse, New York Herald Tribune, Time und Paris Press, vom 3. November 1959. Ungeachtet des Krieges, des Blutes, das in Strömen floss, der Tränen, der Ruinen, sind es doch nur Kleinigkeiten, kleine Flecken an dem Monument, errichtet zu Ehren desjenigen, den Antichrist Papst Pius XI. Als den Mann, den uns die Vorsehung hat treffen lassen, beschreibt. Kein Irren, kein Versagen oder Verbrechen, das dieses vordergründigste Verdienst auszulöschen vermag. Die Tatsache nämlich, dass er die weltliche Macht des Papstes wiederherstellte, Erfüllung von Offenbarung 13, den römischen Katholizismus zur Staatsreligion erklärte, aufgrund des Konkordats, wie später in 33 die Deutschen, und mittels Gesetzen, die immer noch in Kraft sind, in Deutschland nicht viel anders, wo auch noch viele Nazi-Gesetze in Kraft sind, dem Klerus die absolute Macht über das Leben der Nation verlieh. Auf dass dies bezeugt würde, hatte Mussolinis Obelisk im Herzen von Rom Stand zu nehmen, zugunsten der ihn bewundernd oder ironisch betrachtenden Touristen und in der Hoffnung auf bessere Zeiten, in denen es schließlich möglich sein würde, ihn zu errichten. Den 100 Meter hohen, nackten Athleten und den symbolischen Vatikanverfechter. Habt ihr mal Lust, dass ich das Bild raussuche von diesen Obelisken? Kann man ja vielleicht finden hier in der Suche, ne? Weiß ich jetzt nicht. Was müsste man denn da eingeben? Obelisk Mussolini vielleicht? Ah, hier. Obelisk Mussolini Dux. So, und da sehen wir ihn. Wenn man darüber spricht, dann kann man das Ganze auch noch mit einem kleinen Bild hier verfeinern. So seht ihr mal. Macht das mal eben ein bisschen größer. Können wir uns mal eben hier die Bilder angucken. Molto nemici, molto onore, ne? Viel Feind, viel Ehre, ne? Kennt man das nicht aus dem Deutschen? Ja, molto nemici, molto onore. Ich kann kein Italienisch, aber das ist auch ziemlich deutlich, was das hier heißt, ne? Das ist der Obelisk, der an Erinnerung an Mussolini in Rom heute noch steht. Das muss man sich mal reinziehen. Ja, das wäre ja, wie wenn in Deutschland irgendwo noch ein Denkmal von Adolf Hitler steht. 1932 errichtet, wie es hier steht. Ja? Leute, 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 Leute. Das ist wirklich die verborgene Geschichte der Jesuiten. Ne? Der Lateranvertrag, fährt der Autor fort, mit dem Mussolini dem Papsttum seine Dankbarkeit zeigte, brachte dem Heiligen Stuhl außer der Zahlung von, hier steht's, okay, ich kann das Buch nicht. Ich wusste, dass es bei Avro Manhattan steht. Aber brachte dem Heiligen Stuhl außer der Zahlung von 750 Millionen Lira, das ist umgerechnet 20 Millionen Euro in 2006, auch die weltliche Herrschaft über das Gebiet der Vatikanstadt. Die Signifikanz dieses Ereignisses erklärt Monsignore Cristiani, Prälat seiner Heiligkeit. Zitat: Es steht außer Frage, für die Etablierung des Papsttums als politische Macht war die Gründung der Vatikanstadt eine Angelegenheit von vorderster Wichtigkeit. Okay, gut gehört, gut verstanden, gut begriffen. Es steht außer Frage, für die Etablierung des Papsttums als politische Macht, nicht spirituell, nicht nur der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Nein, der König der Könige war die Gründung der Vatikanstadt eine Angelegenheit von vorderster Wichtigkeit. Monsignore Cristiani aus Le Vatican Politique, Imprimatur vom 15. Juli 1956 oder der politische Vatikan. Auf Seite 136. Wir sparen uns die Zeit für den Versuch, dieses eindeutige Bekenntnis mit dem derart oft gehörten Satz, die Kirche betätigt sich nicht in der Politik, in Einklang zu bringen. Die Kirche betätigt sich nicht in der Politik, nein, die Kirche ist die Politik. Das ist der Punkt. Die Kirche ist die Politik. Kirche und Staat sind eins
im römischen Katholizismus. Und darum haben die protestantischen Staaten dafür gesorgt, dass es eine Trennung zwischen Kirche und Staat gibt. Und Martin Luther hat das bereits in 1520 angekarrt, in seinem Schreiben an den deutschen Adel zur Besserung der christlichen Nation. Ja, habe ich ja Videos drüber gemacht, könnt ihr euch anschauen. Wo er sagt, dass die Kirche von sich behauptet, dass der Staat der Kirche dienen muss, dass die spirituelle über der weltlichen Macht steht. Die Kirche betätigt sich nicht in der Politik. Nein, die Kirche ist Politik, das ist ja das Schlimme. Das kann ja sein, dass die Kirche sich nicht in der Politik bestätigt. Diesen oft gehörten Satz kann man ja sagen. Natürlich, sie leugnen es immer. Der Papst leugnet auch, mehr oder weniger verantwortlich zu sein für die Inquisition. Und spricht das gut. Ja, kann er ja auch gut sprechen, weil er ist ja der Vertreter der wahren Kirche Jesu, so wie er behauptet. Die Kirche betätigt sich nicht in der Politik, doch, das tut sie. Die Doppelzüngigkeit des Vatikan, die sagen immer das eine und tun das andere. Also, die Kirche betätigt sich in der Politik. Aber natürlich, dieser oft gehörte Satz, der muss sich bei den Menschen einklingen. Kirche und Politik hat nichts miteinander zu tun. Warum sind das wohl die Tabuthemen, wenn man irgendwo miteinander ausgeht und miteinander mal diskutiert über bestimmte Dinge? Sagen wir immer von, oh, es gibt ein paar Tabuthemen, ja? Religion und Politik, darüber wird nicht gequatscht. Nein, lass uns lieber über Fußball reden und über Tennis und über Poker und was ähnlich und Formel 1 und all diesen ganzen Blödsinn. Alles Mögliche, aber nicht über Religion und nicht über Politik. Und die Kirche, die betätigt sich nicht in der Politik. Der Autor fährt fort: Betonen werden wir die einzigartige Weltstellung eines sowohl säkularen als auch geistlichen und somit in seinem Wesen doppeldeutigen Staates und die sich aus dieser Stellung ergebenden Folgen. Welches sind die schlauen jesuitischen Kunstgriffe, eingesetzt von dieser Macht, die, um vom sämtlichen durch internationale Gesetze festgelegten Regelungen ausgenommen zu sein, je nach den Umständen in ihrer säkularen oder geistlichen Gestalt auftritt? Bis zum heutigen Tage haben die Nationen ihrerseits dieser Trickserei die Hand gereicht und ihm so für das Eindringen in ihre Mitte Tür und Tor geöffnet, dem trojanischen Pferd des Klerikalismus. Das ist eine wichtige Aussage. Zu sehr schien der Papst sich mit den Diktatoren zu identifizieren, schrieb der französische Botschafter beim Vatikan, François Charles. Aber wie hätte es anders sein können, wo der Heilige Stuhl diese Männer doch selbst erst an die Macht gebracht hatte? Das trojanische Pferd des Klerikalismus. Das finde ich einen sehr schönen Satz. Das ist das Bestreben der katholischen Kirche, das gesamte öffentliche Leben zu beeinflussen. Aber eben nicht so, dass man erkannt wird, sondern man macht das hintenrum. Man macht das über eine Schattenregierung, über die Diözesen, über die Bischöfe. Von jener Reihe der Männer der Vorsehung, dieser Schwertträger, die die Revanche für 1918 vorbereiten würden, war Prototyp Mussolini der Inaugurator, also der Wegbereiter. Von Italien aus, wo der Faschismus unter Pater Tacci Venturi und seinen Helfershelfern derart gut gedieh, sollte er alsbald nach Deutschland exportiert werden. Zitat: Hitler erhält seinen Anstoß von Mussolini. Das Ideal der Nazis ist dasselbe wie das in Italien. Berlin werden sämtliche Sympathien zuteil, weil Mussolini an der Spitze steht. Der Nationalsozialismus des Letzteren und der Faschismus gehen 1923 zusammen. Mussolini wird Hitlers Freund und versorgt diesen mit Waffen und Geld. Zitat aus dem Buch von Antonio Aniante, Mussolini, erschienen 1923. Zu Mussolini gibt es auch ein interessantes Zitat. Und das möchte ich euch auch nicht weiter vorenthalten. Benito Mussolini sagt: Fascism should more appropriately be called corporatism, because it is the merger of corporate and state power. Auf Deutsch:
Faschismus sollte mehr passend oder zutreffenderweise eigentlich Korporatismus heißen, weil Faschismus ist nichts anderes als die Zusammenschmelzung zwischen corporate, also ökonomischer und staatlicher Macht. Das Zusammenschmelzen von der Wirtschaft mit dem Staat. Eine Aussage von Benito Mussolini. Nur mal eben am Rande. Das ketzerische Preußen, der Lenkung des weltlichen Arms entledigen und sie den katholischen Bayern übertragen. Was für ein Traum! Um ihn zu verwirklichen, trug Monsignore Pacelli, also der Nunzio in Deutschland zwischen 1917 und 1929 in Zusammenarbeit mit dem Oberhaupt der Societas Jesu, alles in seiner Macht Stehende. Das muss man sich doch mal auf der Zunge zergehen lassen. Dieser Satz hier ist das in Erfüllung bringen der Umkehrung dessen, was Bismarck gemacht hat. Bismarck hat damals mit dem Norddeutschen Bund den Süden Deutschlands besiegt und damit Deutschland vereint. Das ketzerische Preußen der Lenkung des weltlichen Arms entledigen und sie dem katholischen Bayern übertragen. Vice versa, was 1870 Bismarck erreicht hat, mit dem protestantischen Preußen den Süden Deutschlands zu besiegen und daraus dann eine deutsche Nation zu machen, das Zweite Deutsche Reich, das zu nullifizieren, das ungetan zu machen, das zurückdrehen und umdrehen, ist das Ziel des vatikanischen Nunzio Monsignore Eugenio Pacelli, des späteren Papst Pius XII., in Zusammenarbeit mit dem Oberhaupt der Societas Jesu, dem Halke von Ledokowski, von dem wir hier gesprochen hatten. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Das ketzerische Preußen der Lenkung des weltlichen Arms entledigen, also dass es keine zivile Macht mehr hat, und sie dem katholischen Bayern übertragen. Was für ein Traum! Um ihn zu verwirklichen, tut Monsignore Pacelli in Zusammenarbeit mit dem Oberhaupt der Societas Jesu alles in seiner Macht Stehende. Nach dem letzten Kriege, also dem Ersten Weltkrieg, hatte sich Jesuitengeneral Halke von Ledeckowski einen gewaltigen Plan zurechtgelegt: die Schaffung einer Föderation katholischer Nationen in Mittel- und Osteuropa, mit oder ohne Habsburger Kaiser. Österreich, Slowakei, Böhmen, Polen, Ungarn, Kroatien und natürlich Bayern. Bayern hier in einem Atemzug genannt mit Kroatien. Und über Kroatien werden wir noch eine ganze Menge lernen in diesem Buch. Über die Ustasche, über Pavelic und über Stavelic. Also wirklich, wirklich ein ganz wichtiger Teil in diesem Buch. Die Schaffung einer Föderation katholischer Nationen in Mittel- und Osteuropa, mit oder ohne Habsburger Kaiser. Österreich, Slowakei, Böhmen, Polen, Ungarn, Kroatien und natürlich Bayern. Ja, sie haben es ohne Habsburger Kaiser gemacht, weil wir reden ja später noch von Schuschnigg, den ich ja bereits erwähnt hatte. Der wird noch kommen. Kann euch den ja mal zeigen. Schuschnigg, ich meine, ich müsste da auch ein Bild von haben hier. Ja, das habe ich damals gebraucht in Behind the Dictators. Und das ist hier Österreich. Monsignore Seyss-Inquart, ayant remplacé Monsieur Schuschnigg comme Chancelier d'Autriche, die also hier den Nazi-Gruß machen, der Seyss-Inquart, der den Schuschnigg hier im Bild ersetzt hat als Kanzler in Österreich. Ne? Also sie haben es ohne den Habsburger Kaiser gemacht, sie haben stattdessen eine Demokratie eingesetzt, einen Kanzler eingesetzt, den sie kontrolliert hatten, nämlich den Schuschnigg. Aber das werden wir ja später noch sehen. Es folgt ein Zitat aus La Tribune des Nations vom 30. Juni 1950. Zitat: Dieses neue Reich der Mitte hätte an zwei Fronten kämpfen müssen. Im Osten gegen die Sowjetunion, im Westen gegen Preußen, das protestantische Großbritannien und das republikanische Frankreich. Monsignore Pacelli, späterer
Antichrist Papst Pius XII. War damals Nuntius in München, danach in Berlin und war enger Freund von Kardinal Faulhaber, von Ledokowskis wichtigstem Mitarbeiter. Der Ledokowski-Plan war Pius XII. Sein Jugendtraum. Sein feuchter Jugendtraum, möchte ich hier ein bisschen pietätlos hinzufügen. Ja? Mal eben gucken. Das wird wohl noch eine ganze Menge sein. Da werde ich wohl gleich Pause machen müssen, sonst kommen wir mit der Stunde hier ein bisschen in Bedrängnis, weil ich lese schon lange. Aber das spielt ja keine Rolle. Ich mache lieber ein paar mehr Teile und halte sie auf einer guten Stunde, dass wir uns auch gut konzentrieren können darüber. Dieses neue Reich der Mitte hätte an zwei Fronten kämpfen müssen. Und genau das passierte mit Deutschland. Die mussten im Zweiten Weltkrieg an zwei Fronten kämpfen. Im Osten gegen die Sowjetunion, im Westen, also das katholische Reich ist dann ja hier gemeint, gegen Preußen, das protestantische Großbritannien und das republikanische Frankreich. Monsignore Pacelli, damals Nuntius in München von 1917 bis 1929, danach in Berlin und war enger Freund von Kardinal Faulhaber, von Ledokowskis wichtigsten Mitarbeiter. Der Ledokowski-Plan war, Pius XII. Jugendtraum. War es aber nur ein Jugendtraum? War es nur ein Jugendtraum? Abgesehen von dem Vorhandensein der nicht allzu gefährlichen Minderheit des lutherischen Preußens und der anerkannten Einflusszonen, die vorübergehend vielleicht zu Italien gehört hätten, kam das Mitteleuropa, das Hitler zu organisieren versuchte, jenem Plane sehr nahe. Angepasst an die Erfordernisse der Zeit war es in der Tat der Ledokowski-Plan, den der Führer unter der Schirmherrschaft des Heiligen Stuhls mit Hilfe des päpstlichen Geheimkämmerers Franz von Papen und des Münchner, später Berliner Nuntius Monsignore Pacelli soeben versuchte zu verwirklichen. Franz von Papen. Wieder mal eine sehr wichtige Person. Sehen wir auch hier in dem im Bild in der Unterzeichnung des Reichskonkordats. Hier, zweiter von links, Franz von Papen, ein Malteserritter, der, wie ich euch bereits in der vorigen Sendung erklärt hatte, in den 50er Jahren zum Kämmerer im Vatikan wurde, anstatt zum Tode verurteilt zu werden bei den Nürnberger, beim Nürnberger Tribunal. François Charles Roux schreibt, Zitat, während der Neuzeit hat die Weltpolitik das katholische Eingreifen nie stärker zu spüren bekommen, wie in der Amtsperiode Monsignore Pacellis. Ende Zitat. Und von Joseph Rowan lesen wir, das katholische Bayern macht sich also daran, all jene, die Unfrieden säen, sowie die Komplizen und Mörder der heiligen Feme aufzunehmen und zu schützen. Unter all diesen Agitatoren wird die Wahl für Deutschlands Wohltäter auf Hitler fallen, der dazu bestimmt ist, unter der Standarte des Heiligen Vaters, den Sieg über die demokratischen Irrtümer zu erringen. Wie seine wichtigsten Mitarbeiter ist er selbstverständlich katholisch. Ein wichtiger Absatz, mit dem ich hier, oder wichtiger Satz, mit dem ich jetzt hier eben aufhören möchte, wir gehen beim nächsten Mal der Lesung noch mal ein, zwei Absätze zurück und fahren dann fort in der 15. Lesung. Aber hier möchte ich die 14. Lesung für heute beenden. Unter all diesen Agitatoren wird die Wahl für Deutschlands Wohltäter auf Hitler fallen, der wie seine wichtigsten Mitarbeiter selbstverständlich katholisch ist. Tja, und dass das so ist, das sehen wir in dem Zitat auf Seite 127, dem wir uns ja langsam nähern und wo wir immer dicht dabei kommen. Er ist katholisch und wir hatten ja gelesen, dass das Hausorgan der Jesuiten, die Civilta Catholica, sagt, dass das Regime des Faschismus dasjenige ist, das dem Konzept der römisch-katholischen Kirche am nächsten kommt. Und das sehen wir halt immer wieder auch so in der Politik, die sie verfolgen. Und ich höre jetzt hier auf mit der Lesung und ich hoffe, ihr werdet auch noch ein wenig nachsinnen und werdet das vielleicht selbst nachlesen. Das Buch könnt ihr ja als PDF erwerben.
gratis, frei vom Internet runterladen. Der Link ist wie immer in der Beschreibungsbox dieses Videos damit drin, dass ihr das selbst nachlesen könnt und euch eure eigenen Gedanken darüber machen könnt. Und dann werden wir ja sehen, ob wir einen und denselben Gedankengang haben. Aber dass wir hier die Erfüllung der Offenbarung 13 gesehen haben, in der es heißt, ich sah eines seiner Häupter, als wäre es zum Tode verwundet, das ist doch auch ein wichtiger Teil, den wir hier jetzt eben mal hatten. Mal eben schauen. Offenbarung. Ja, ohne V natürlich. Offenbarung 13. Ich weiß, ich habe da so ein Bild. Hier, das ist, guck mal. Das ist das Bild, das ich hier habe. Aus Offenbarung 13, ne? Also das zehnköpfige Biest. Oder siebenköpfige Biest, Entschuldigung, es geht um die sieben Hügel. Siebenköpfige Biest, ich sah eins seiner Köpfe, als wäre es zu Tode verwundet. Das sehen wir hier und das haben wir ja heute sehr schön gelesen aus diesem Buch von Edmond Paris, Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Also, ja, ich würde mal sagen, ich belasse es hierbei. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr das Buch selbst in die Hand nehmt und selbst lest und nicht nur dieses Buch lest, sondern auch andere Bücher lest und vor allen Dingen ein Buch, ein ganz wichtiges Buch, nicht vergessen, die Bibel. Die Bibel ist die Basis aller Wahrheit. Die Bibel ist die Wahrheit, die einzige Wahrheit und das einzige wahre Wort Gottes. Und Bücher wie dieses Buch von Edmond Paris können uns helfen, die Wahrheit von Gott besser zu verstehen. Es ist nicht wahrer als die Bibel, nichts ist wahrer als das Wort Gottes, aber es hilft uns vielleicht zu einem besseren Verständnis. Und gerade wenn man solche Sachen sieht wie den Lateranen Vertrag und die Heilung des Tieres aus Offenbarung 13 und man setzt es in Relation, dann versteht man das. Wenn man natürlich, und das ist wichtig, verstanden hat, dass das Papsttum der biblische, prophetische und historische Antichrist ist. Wenn man das nicht verstanden hat, weil man der jesuitischen Zukunftslüge unterlegen ist und wartet auf eine siebenjährige Trübsal und das Kommen des Antichristen in der Zukunft, auch dazu soll das Buch hier beitragen, diese Lesung beitragen, um euch aus diesen Irrtümern rauszuhelfen. Und wer es noch besser begreifen möchte, der schaue sich dann bitte meine Videos an mit dem Namen Der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Drei Teile, in denen ich da sehr intensiv drauf einging. Ein ganz wichtiger Teil meines Ministeriums, Stunde der Wahrheit, den ich immer und immer wiederholen möchte und auch in dieser Buchlesung nicht auslassen möchte. Der Papst ist der Antichrist, das Papsttum, das Büro, das Amt des Papstes ist das Amt des Antichristen. Welche Puppe da auf dem Stuhl sitzt, spielt keine Rolle. Jeder Papst ist der Antichrist. Das Amt bleibt, auch wenn der Mann stirbt. Das ist wie beim König, das ist wie beim Kanzler, das ist wie beim Kaiser, das ist wie beim Präsidenten. Der eine stirbt, der nächste kommt. Das Amt bleibt dasselbe. Das ist beim Papsttum auch. Das Amt des Papsttums, das Amt des Stellvertreter Jesu auf Erden, wie er sich selber nennt, gotteslästerlich, ist der Antichrist. Und er steht an der Spitze der römisch-katholischen Kirche. Und die Wirkungen und Arbeiten der römisch-katholischen Kirche im Zusammenhang mit ihrer Geheimorganisation Regimini Militantis Ecclesiae, die Jesuiten, das aufzudecken und die Zusammenhänge darzustellen, die in Deutschland vor allen Dingen halt, wie wir bereits gesehen hatten, vor und während des Ersten Weltkrieges, aber vor allen Dingen während des Dritten Reiches sich dargestellt haben, das zu lernen und zu begreifen. Dafür dient diese Buchlesung. Und ich hoffe, es hat euch etwas beigelehrt heute. Ihr habt etwas beigelernt heute. Von daher melde ich mich jetzt ab. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab, wünscht euch noch einen schönen Tag und möge Gott euch behüten und beschützen und möge Gottes Segen immer auf euch sein. Bis zum nächsten Mal. Auf Hamburgisch sage ich Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government that cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has
all the time as her own purpose is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of the Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout all these 500 years, they've been in preparation and through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope, he said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, that was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that, President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.